Wir entschuldigen uns für die kurzen Tonprobleme und starten gleich weiter mit der Stunde. Streck deine Arme jetzt hoch, mach dich ganz lange, zieh dich auf der rechten Seite lange und links. Versuch, spür, wie deine Wirbelsäule sich in die Länge streckt. Und gleite locker zurück, streck deine Arme noch einmal hoch, gleite locker tief und marschier zur Seite, ganz locker. Nimm deine Arme jetzt mit, dein Blick wandert mit. Sehr gut. Und wieder locker zurück. Marschier weiter. Ganz locker. Und atme noch einmal tief aus. Gleite Wirbel für Wirbel tief. Zieh einen Arm um den anderen in die Länge. Dein Blick geht ganz locker zwischen die Beine durch. Roll dich locker Wirbel für Wirbel hoch. Mach dich ganz lange. Atme aus, beuge deinen Rumpf zur rechten Seite. Versuch dir vorzustellen, dein linker Arm pflückt einen Apfel, der ganz hoch am Baum ist und den du noch unbedingt erreichen möchtest. Gleite zur Mitte zurück, atme dabei aus und zieh dich auf die linke Seite. Versuch dich auf dem Becken lange zu machen, deinen Bauchnabel Richtung Wirbelsäule zu ziehen. Gleite dann locker zurück. Und kreise mit deinem Schultergürtel nach hinten. Ganz bewusst legst du deine Schulterblätter zueinander, richtest dich Wirbel für Wirbel auf und ziehst deinen Bauchnabel wieder Richtung Wirbelsäule. Und lass langsam locker. Stabilisiere dich jetzt auf der rechten Seite, hebe dein linkes Bein hoch und beginn kreise mit deinem Fußgelenk. Versuch deinen Schultergürtel auszurotieren und deinen Bauchnabel Richtung Wirbelsäule zu ziehen. Mobilität, Fußgelenke und wechsle dann die Seite. Und gleite weiter, hebe dein Bein hoch. Und beginn Außen- und Innenrotation, Hüftgelenk. Versuch dein Standbein, Dreipunktfußbelastung zu fixieren. Versuch stabil dazustehen und in deiner Ausatmung ziehst du deinen Bauchnabel Richtung Wirbelsäule. Und gleite zurück. Stabilisier dich links, Dreipunktfußbelastung. Hebe deinen Brustkorb, streck dein rechtes Bein nach vor, rotiere deinen Schultergürtel aus und kreise mit deinem Fußgelenk. Versuch wieder Dreipunktfußbelastung am Standbein, Ferse, großer Zeh, kleiner Zeh. Dein Rumpf bleibt sanft gehoben und wechsle dann die Seite. Sehr gut. Gleite zurück, gleite aus dem Hüftgelenk höher und beginn aus dem Hüftgelenk Inner- und Außenrotation. Versuch stabil zu stehen. Und gleite locker zurück. Kreise jetzt mit deinem Becken. Ganz locker. Und wechsle die Seite. Gib dein Becken nach vor und nach hinten. Stell dir jetzt vor zwischen 6 und 12. Dein Atem fließt jetzt. Und gleite zurück. Beginn jetzt. Richte dich Wirbel für Wirbel ganz auf.
Atme dabei aus, zieh deinen Bauchnabel Richtung Wirbelsäule. Beginn noch einmal dein linkes Bein zu heben, deinen rechten Arm und zieh Ellbogen und Knie zueinander. Atme aus. Zieh deinen Bauchnabel Richtung Wirbelsäule. Sehr gut. Ausatmen, einatmen. Sehr schön. Kräftigung. Und lass langsam locker. Wechsel die Seite. Heb dein rechtes Bein hoch, deinen linken Arm und beginn noch einmal Ellbogen und Knie zueinander zu führen. Atme dabei aus. Sehr schön. Und jetzt nehmen wir beide Arme nach vor, zieh beide Arme nach vor, zieh deinen Schultergürtel nach hinten, spann dein Gesäß an, öffne deinen Rumpf, deine Daumen zeigen nach hinten, nach vor, atme aus, umarme einen großen Ball, glätte Wirbel für Wirbel hoch, mach dich lange, glätte nach vor. Zieh deine Schultergürtel nach hinten und öffne deinen Rumpf. Öffne, schieb deinen Brustkorb sanft nach vor. Gleite wieder nach vorne, umarme einen großen Ball. Gleite wieder Wirbel für Wirbel hoch. Mach dich ganz lange. Wieder nach vor, verspann deinen Schultergürtel nach hinten, atme aus. Und öffne noch einmal. Und noch einmal nach vor. Und atme aus. Gleite dann langsam höher. Beginn jetzt, dein linkes Bein übers rechte zu stellen. Verschränke deine Hände. Atme aus und beuge deinen Rumpf nach rechts. Versuch dich aus dem Becken ganz lange zu machen. Versuch in jeder Ausatmung noch ein Stückchen mehr Länge zu erzielen. In deiner Einatmung gleitest du zur Mitte zurück, wechselst dann die Seite, rechtes Bein übers linke. Atme noch einmal ein, mach dich lange, verschränke deine Hände und beuge in deiner Ausatmung deinen Rumpf nach rechts. Versuch dich wieder aus dem Becken ganz lange zu machen. Und gleite zurück. Komm langsam tief, ganz locker tief. Gleite noch einmal tief. Atme aus. Zieh beide Arme in die Länge. Gleite mit deinen Händen zu den Füßen. Wandere weiter. Du kannst deine Knie leicht beugen. Versuch deinen Rücken jetzt ganz lange zu machen. Atme aus. Stell dir vor, du hast ein Glas Wasser am Rücken stehen. Streck deine Arme tief und beginn dann ganz locker. Öffne beide Arme. Und wieder tief. Gleite hoch. Versuch die Schulterblätter zueinander zu ziehen und deinen Bauchnabel Richtung Wirbelsäule. Versuch starker Rücken. Stell dir vor, du hast ein Glas Wasser am Rücken stehen. Mit Spannung. Gleite dann noch einmal tief. Streck deine Beine durch. Mach dich noch einmal lange und gleite dann mit deinen rechten Fingern zu deinem linken Zeh. Streck deinen linken Arm hoch. Wieder zurück. Gleite zur Mitte und wechsle dann die Seite. Gleite zur Mitte zurück.
Versuch jetzt beide Hände am Boden abzulegen, soweit du kannst. Achte darauf, deine Knie bleiben maximal durchgestreckt. Gleite dann Wirbel für Wirbel hoch. Kreise locker mit deinem Schultergürtel nach hinten. Und ich stelle mich auf die Seite, steig rechts nach vor. Achte auf dein Becken. Dein Becken ist neutral. Atme aus, beuge dich sanft nach vor, zieh deine Arme nach vor und schieb mit einer Spannung beide Arme nach hinten. Stell dir vor, du ziehst ein Gewicht nach hinten. Zieh, atme aus, zieh deinen Bauchnabel Richtung Wirbelsäule. Atme ein und atme aus. Und zieh. Kette nach vor. Wechsle die Seite. Achte auf dein Becken. Atme aus. Streck deine Arme jetzt wieder nach vor. Verspann deinen Schultergürtel. Und beginnen eine Schwimmbewegung nach hinten zu gleiten. Stell dir wieder vor, ziehst ein Gewicht nach hinten. Atme dabei aus. Und komm zurück. Stell dich dann am Rand der Matte. Versuch hüftbreit da zu stehen. Kipp dein Becken, komm locker tief. Gleite mit deinen Armen nach vor. Und gleite locker tief. Leg deine Stirn am Boden ab. Kipp dein Becken, sodass dein Schambein sanft auf der Matte ruht. Spann dein Gesäß an. Streck beide Arme zur Seite. Und heb beide Beine hoch. Versuch auszuatmen. Zieh deinen Bauchnabel Richtung Wirbelsäule. Spann dein Gesäß sanft an. Und gleite dann mit deinen Armen nach vor. Und wieder nach hinten. Nimm deine Atmung mit. Dein Kopf ist locker und entspannt. In Verlängerung deiner Halswirbelsäule. Dein Gesäß ist angespannt. Dein Bauchnabel zieht Richtung Wirbelsäule. Langsam locker. Gib deine Arme jetzt seitlich, deine Hände sind auf Brusthöhe. Atme auf, heb deinen Kopf locker hoch, spann dein Gesäß an. Versuch deinen Bauchnabel Richtung Wirbelsäule zu ziehen. Und gleite locker dich. Gleite wieder hoch. Nimm deine Atmung mit. Und wieder tief. Atme aus. Und wenn du mehr möchtest, kannst du langsam höher gleiten. Und wieder tief. Versuch aber, stark zu bleiben. Bleib dann, spann dein Gesäß an, atme aus, wandere weiter in die Dreieckshaltung. Versuch wieder, beide Füße hüftbreit, deine Arme so breit wie die Schulter. Zieh deine Fersen tief und deinen Rücken lange, ganz lange. Atme ein,
gleite nach vor in die Stabilitätshaltung. Versuch deinen Schultergürtel tief zu ziehen, auszuatmen. Und wenn du kannst, hebst du abwechselnd ein Bein hoch. Ganz wenig nur. Versuch aber deinen Bauchnabel Richtung Wirbelsäule zu ziehen. Dein Schultergürtel tief. Atme dabei aus. Ganz locker, bleib noch kurz stabil. Gleite dann locker tief. Gib deine Füße zueinander. Öffne deine Kniewinkel. Zieh dein Becken nach hinten und deine Arme nach vor. Mach dich ganz lange. Atme noch einmal ein, gleite mit geradem Rücken nach vor. Gleite noch einmal tief. Leg noch einmal deine Stirn am Boden ab. Gib deine Hände noch einmal seitlich, zieh deine Schultergürtel tief. Spann dein Gesäß an. Und gleite noch einmal hoch. Zieh deine Schultergürtel tief, atme aus. Und wieder tief. Und noch einmal hoch. Gleite weiter und gleite noch einmal in die Dreieckshaltung. Zieh deine Fersen tief, deinen Rücken lange. Und gleite wieder nach vor. Verspann deine Schultergürtel tief, atme aus. Und beginne noch einmal abwechselnd dein Bein ganz wenig zu heben und zu senken. Und gleite wieder tief. Entspann dich noch einmal kurz. Gib deine Füße zueinander, öffne deine Kniewinkel. Und mach dich noch einmal lange. Gleite dann mit deinen Armen nach hinten. Wandere weiter in den Kniestand. Spann dein Gesäß an. Atme ein, streck deine Arme hoch. Und versuch mit geradem Rücken nach hinten zu gleiten. Atme aus. Zieh deinen Bauchnabel Richtung Wirbelsäule. Und wieder zurück. Gleite tief und komm in die Bankstellung. Achte, deine Beine sind im 90-Grad-Winkel geöffnet. Deine Arme auf Schulterhöhe. Zieh deinen Schultergürtel tief, atme aus, deinen Bauchnabel nach innen, gib deine Füße auf den Zehenspitzen und versuch beide Knie ein paar Zentimeter vom Boden zu heben. Stell dir vor, du hast am Rücken ein Glas Wasser stehen. Beginn dann abwechselnd, rechtes Bein senke tief, hoch und wechsle auf links. Versuch dabei auszuatmen, deinen Bauchnabel Richtung Wirbelsäule zu ziehen. Du kannst die Bewegung gern schneller machen, wenn du möchtest. Versuch im Rücken ganz stabil zu bleiben. Und lass langsam locker. Gleite noch einmal nach hinten. Wandere weiter in den Kniestand. Und beginn dann wieder, streck deine Arme hoch, mach dich lange, spann dein Gesäß an, achte auf deinen Rücken und atme aus, gleite noch einmal nach hinten, versuch dein Becken noch leicht ein bisschen mehr nach vorne zu kippen, bleib stabil. Langsam locker. Komm wieder in die Bankstellung. Zieh noch einmal deine Schultergürtel tief. Atme aus. Achte auf deinen Rücken. Und beginn noch einmal beide Beine ein paar Zentimeter hoch zu heben. Aktiv ziehst du deinen Bauchnabel Richtung Wirbelsäule. Und wieder rechts zu senken. Hoch. Und auf links zu wechseln. Und
wenn du kannst, kannst du das gerne schneller machen. Und langsam locker lassen. Komm in den Kniestand zurück. Richte dich Wirbel für Wirbel auf. Gib dein rechtes Bein zur Seite. Achte, deine Zehenspitze zeigt nach vor. Dein Brustkorb bleibt ganz gerade. Und streck jetzt deinen linken Arm tief. Mach dich ganz lange. Versuch auszuatmen. Locker zu lassen. Versuch dich ganz in die Länge zu ziehen. Atme dabei aus. Und komm locker zurück. Wechsel die Seite. Linkes Bein, achte auf deine Zehenspitze. Versuch wieder dich aufzurichten. Lass deinen rechten Arm tief gleiten. Atme aus und mach dich noch einmal ganz lange. Achte auf deinen Brustkorb, dass du gerade bleibst. Und gleite dann ganz locker zurück. Komm locker tief. Komm in die Sitzhaltung. Achte darauf, entweder die Knie maximal durchgestreckt oder leicht gebeugt. Komm langsam Wirbel für Wirbel hoch. Versuch dich in jeder Einatmung noch ein bisschen mehr aufzurichten. Gib deine Arme jetzt seitlich. Deine Ellbogen sind an der Taille fixiert. Lass deine Unterarme nach außen gleiten. Atme ein. Komm Wirbel für Wirbel hoch. Und beginn Rotatorenmanschette. Öffne deine Unterarme und schließe sie. Geh nur so weit, dass deine Ellbogen an der Taille fixiert bleiben. Versuch in jeder Einatmung, richte dich auf. Atme aus. Zieh deinen Bauchnabel Richtung Wirbelsäule. Und lass locker. Richte dich noch einmal Wirbel für Wirbel auf. Gleite mit deinen Armen nach hinten. Gib deine Hände hinters Gesäß. Verspann deine Schultergürtel nach hinten. Atme aus, zieh deinen Bauchnabel Richtung Wirbelsäule. Und wenn du mehr möchtest, kannst du dein Becken gerne hochheben. Versuch aber, deine Schultergürtel nach hinten unten verspannt zu lassen. Und wieder tiefer. Atme aus, zieh deine Schultergürtel nach hinten. Und wenn du möchtest, hebst du dein Becken hoch. Und wieder tief. Und noch einmal zieh deine Schultergürtel nach hinten. Atme aus und wenn du möchtest, hebst du wieder dein Becken hoch. Gleitest dann locker tief. Lass langsam locker. Streck deine Arme nach vor. Umarme einen großen Ball. Gib jetzt Druck, sanften Druck mit den Beinen zueinander. Und beginn dich langsam Wirbel für Wirbel tief zu sinken. Steck deine Arme nach hinten. Mach dich lange. Gleite nach hinten mit beiden Beinen hüftbreit. Versuch, so weit wie möglich nach hinten Richtung Gesäß zu steigen. Kipp dein Becken, sodass deine Lendenwirbelsäule sanft am Boden ruht. Atme aus. Streck deine Arme hoch. Heb beide Beine jetzt im 90-Grad-Winkel hoch. Atme noch einmal aus.
und beginn, streck beide Arme nach hinten, die Beine nach vor, atme ein, gleite zurück. Und nimm deine Atmung wieder mit. Versuch jetzt vielleicht die Beine nicht ganz am Boden abzulegen und deine Arme. Deine Füße haben guten Bodenkontakt. Deine Beine sind hüftbreit geöffnet. Streck deine Arme dann noch einmal hoch. Zieh deinen Schultergürtel tief. Atme aus. Und lass beide Arme nach hinten gleiten. Entschuldigung. Und seitlich in einen großen Kreis zurück. Gleite hoch. Atme aus. Zieh deinen Schultergürtel tief. Gleite nach hinten und seitlich wieder zurück. Ganz locker und entspannt ausatmen, Schultergürtel tief, der Bauchnabel zieht Richtung Wirbelsäule. Und noch einmal hoch, tief, nach hinten und wieder seitlich zurück, ganz locker. Beginn dann, dein rechtes Bein in die Länge zu ziehen. Gib deine Hände jetzt hinter dem Kopf. Spann dein Gesäß an, ganz locker. Atme aus, zieh deinen Bauchnabel Richtung Wirbelsäule. Und beginn dann locker deinen Rumpf zu heben. Zieh deinen Bauchnabel Richtung Wirbelsäule. Und wieder tief. Versuch, nicht ganz am Boden zu gleiten, sondern immer eine Grundspannung in deinem Bauch zu haben. Ganz locker. Dein Blick wandert hoch zur Decke. Und langsam lösen. Gleite wieder zurück. Verschließe jetzt deine Beine. Gib deine Arme zur Seite. Achte, deine Handinnenfläche zeigt zur Decke hoch. Beginn dann ganz locker, beide Beine nach rechts fallen zu lassen. Und deinen Kopf nach links. Und locker zur Mitte zurück und wechsle dann die Seite. Und noch einmal gleite zur Mitte zurück. Atme aus. Atme ein. Atme noch einmal aus. Zurück. Gib dann beide Beine noch einmal hüftbreit. Ganz locker. Deine Arme sind seitlich. Zieh deinen Schultergürtel noch einmal tief. Atme aus. Und komm in deiner nächsten Ausatmung hoch. Heb dein Becken hoch. Atme aus. Zieh deinen Bauchnabel Richtung Wirbelsäule. Und gleite dann ganz locker Wirbel für Wirbel tief. Und wieder Wirbel für Wirbel hoch. Spann dein Gesäß in der Endposition an. Versuch deine Bauchspannung zu behalten. Und wieder locker Wirbel für Wirbel tief. Noch einmal hoch. Und
Plakativ. Einmal noch hoch. Ganz locker Wirbel für Wirbel tief, bleib dann und kreise locker mit deinem Becken. Ganz locker. Stell dir vor, du hast am Schambein einen Teller und am Rand des Tellers ist eine Kugel, die rollt im Uhrzeigersinn. Gleite zur Mitte zurück, atme aus. Spür, wie sich sanft deine Lendenwirbelsäule Richtung Matte zieht. Zieh deinen Schultergürtel noch einmal tief und streck dann ein Bein in die Länge auf Kniehöhe. Versuch, wenn du kannst, wieder dein Becken hochzuheben. Wenn es dir zu schwer wird, führst du die Übung mit beiden Beinen aus und gleite wieder tief. Atme aus, gleite hoch. Und locker tief. Und noch einmal drück dich noch einmal hoch. Und tief. Und einmal noch. Atme aus. Komm locker tief. Kreise noch einmal locker mit deinem Becken. Ganz locker und entspannt. Stabilisiere dich noch einmal. Streck dein linkes Bein in die Länge auf Kniehöhe. Heb dann noch einmal dein Becken hoch. Und locker Wirbel für Wirbel tief. Du hast wieder die Möglichkeit, die Übung mit beiden Beinen auszuführen. Und wieder tief. Und noch einmal hoch. Langsam locker. Kreis jetzt noch einmal mit deinem Becken zur Entlastung. Sehr schön. Und roll dich dann auf die Seite. Streck deine Arme in die Länge, deine Beine in die Länge. Versuch dich lange zu machen. Atme aus und in deiner nächsten Ausatmung hebst du Arm und Bein hoch und gleitest wieder tief. Versuch eine Grundspannung zu behalten, indem du beide dein Bein und deinen Arm nicht ganz ableckst. Atme aus. Spüre sich deine Bauchnabel Richtung Wirbelsäule ziehen. Ganz locker. Beginn dann, beide Beine im 90 Grad Winkel auszurichten. Deine Knie sind ganz parallel. Heb deine Taille sanft vom Boden hoch, sonst ist deine Lendenwirbelsäule nicht neutral ausgerichtet. Streck deine Arme nach vorne. Heb deinen Arm hoch. Achte, dein Ellbogen ist nicht ganz durchgestreckt und öffne deinen Rumpf nach hinten unten aus deiner Brustwirbelsäule. In deiner Einatmung gleitest du nach vor. In deiner Ausatmung gleitest du nach hinten. Versuch die Bewegung mit der Brustwirbelsäule einzuleiten, dass nicht dein Arm nach hinten zieht, sondern deine Brustwirbelsäule möchte öffnen. Mobilität. Ganz locker. Ganz locker.
einmal noch. Lass langsam locker. Dreh dich dann in die Bauchlage. Nochmal in die Bauchlage. Versuch, leg deine Stirn noch einmal am Boden ab. Streck deine Arme nach vor, heb deinen Kopf jetzt leicht hoch. Sehr ganz leicht. Und beginn dann. Zieh deine Arme zum Gesäß. Verspann deine Schultergürtel tief, atme aus. Öffne deine Beine und verschließe deine Beine. Zieh. Versuch, dein Schultergürtel bleibt tief. Dein Bauchnabel zieht Richtung Wirbelsäule. Dein Gesäß ist angespannt. Kräftigung. Lass langsam locker. Entspann dich kurz. Verschränk dann deine Arme. Zieh deine Schultergürtel tief. Gleite mit beiden Füßen auf die Zehenspitzen. Heb dich hoch in den Unterarmstütz. Versuch auszuatmen. Zieh deinen Bauchnabel Richtung Wirbelsäule. Dein Rücken ist ganz stabil. Langsam locker. Entspann dich kurz. Zieh ein Bein um das andere aus dem Hüftgelenk in die Länge. Und beginn noch einmal mit dem Unterarmstütz. Versuch wieder auszuatmen, deinen Bauchnabel Richtung Wirbelsäule zu ziehen. Gib beide Füße noch einmal auf die Zehenspitzen. Heb dich noch einmal hoch. Zieh aktiv wieder deinen Bauchnabel Richtung Wirbelsäule. Dein Rücken ist wie ein Brett, ganz stark. Du kannst gerne eine Pause machen, wenn es dir zu schwer wird. Lass langsam locker. Gib beide Hände noch einmal seitlich zur Brust. Roll dich dann Wirbel für Wirbel hoch. Zieh deine Schultergürtel noch einmal tief. Atme aus. Gleite in die Rückenstreckung. Achte darauf, dein Kniewinkel ist wieder geöffnet. Deine Füße zusammen und deine Arme ziehen nach vor. Versuch deinen Brustkorb in jeder Ausatmung tiefer zu senken. Mit deinen Armen wieder zu den Knien. Komm noch einmal in den Kniestand. Kreis locker mit deinem Schultergürtel. Inzwischen auslockern ein bisschen. Und steig dann mit deinem rechten oder linken Bein nach vor, wie du möchtest. Achte auf deine Hüfte. Atme aus, zieh deinen Bauchnabel Richtung Wirbelsäule. Streck deine Arme ganz locker hoch, öffne deinen Brustkorb sanft, spann dein Gesäß an und gleite dann nach vorne. Du spürst den Zug vorne im Hüftbeuger, nimm deine Atmung mit, zieh deine Bauchnabel Richtung Wirbelsäule. Ganz zurück und wechsle dann die Seite nach vor, achte auf deine Hüfte, atme ein, streck deine Arme hoch, öffne sanft deine Rumpf, spann dein Gesäß an, atme aus und gleite noch einmal sanft nach vor.
wieder zurück. Gleite in den Kniestand. Und wechsle dann die Seite, die Seitlage. Streck noch einmal beide Beine in die Länge. Beide Arme, versuch auf der Seite zu liegen. Atme aus. Und in deiner nächsten Ausatmung hebst du Arm und Bein hoch und versuchst wieder eine Grundspannung aufzubauen. Atme aus, komm hoch. Und lass locker. Gib dann wieder beide Beine in 90 Grad Winkel, die Knie parallel. Heb sanft deine Taille vom Boden hoch. Deine Arme zeigen nach vor. Heb deinen Arm hoch. Achte, dein Ellbogen ist nicht ganz durchgestreckt. Und öffne deinen Rumpf nach hinten unten aus deiner Brustwirbelsäule. Und gleite wieder nach vor. Ganz locker. Und löse. Ganz locker. Komm dann in die Bankstellung. Beide Beine im 90 Grad Winkel. Zieh deine Schultergürtel tief, atme aus. Und beginn dann locker dein Becken zu kippen zwischen 6 und 12. Roll dich dann Wirbel für Wirbel hoch und wieder tief dein Blick wandert mit. Ganz locker und entspannt. Langsam höher. Beginn dann locker, dein rechtes, linkes Bein nach hinten zu ziehen. Sehr gut, dein Schultergürtel ist tief. Gib deinen rechten Arm zur Seite und öffne noch einmal deinen Rumpf. Und lass ihn wieder tief gleiten. Noch einmal atme aus, ganz locker. Und gleite zurück, wechsle die Seite, zieh deine Schultergürtel tief, rechts auf die Zehenspitze, der linke Arm zur Seite und öffne noch einmal deinen Rumpf. Rechtes Bein im 90 Grad Winkel zur Seite. Dreh dich. Streck deine Arme nach vor und versuch sanft tiefer zu gleiten und deine linke Hüfte mitzunehmen. Atme aus.
langsam höher. Sehr gut. Zieh jetzt dein linkes Bein nach hinten und fass dein Bein am Fußgelenk und zieh deine Ferse zum Gesäß. Langsam locker. Wechsle die Seite links, 90 Grad Winkel. Streck dein rechtes Bein, wenn du kannst, in die Länge. Atme aus, nimm deine Hüfte mit. Seite nach vorne. Langsam locker, komm langsam höher und fasse jetzt den rechten Fuß am Fußgelenk und ziehe die Ferse zum Gesäß. Lass locker. Beide Beine zur Seite, zieh deine Zehenspitze zu dir und versuch mit geradem Rücken langsam nach vorne zu gleiten. Köpfle nicht hinein. Versuch, dein Rücken bleibt lange und gerade. Und zieh deine Zehenspitze nach vorne, ganz locker. Dich nach rechts. Atme aus. Zieh deine Zehenspitze zu dir. Komm locker hoch. Wechsle dann die Seite. Langsam zurück. Setz dich dann locker auf die Matte. Gib deine Hände zur Seite. Atme ein. Heb dich Wirbel für Wirbel langsam hoch. Atme aus. Beuge, mach dich ganz hoch. In deiner Einatmung gleitest du hoch. Richtest dich Wirbel für Wirbel auf. In deiner Ausatmung gleitest du locker nach hinten und in deiner Einatmung gleitest du wieder sanft hoch. Versuch mit deiner Wahrnehmung in deine Wirbelsäule zu wandeln. Nimm die Anspannung raus, die du spürst. Bleib locker, ganz locker. Versuch deinen Kiefer locker zu machen und beginn kleine Nickbewegungen. Mobilität, erster Halswirbel, ganz locker wie ein Dackelwackel. Nicke locker zur Seite. Richte dich Wirbel für Wirbel hoch. Beginn dann mit deiner Nasenspitze
einen liegenden Achter zu zeigen. Ganz locker. Dein Atem fließt jetzt. Seite zurück. Beginn jetzt Mobilität, kleine Kopfgelenke. Zeichne mit deiner Nasenspitze eine kleine Spirale. Ganz klein. Langsam zurück. Entspann dich. Wiege dein Becken noch einmal sanft. Atme ein. Komm langsam hoch. Leg in deiner nächsten Ausatmung dein rechtes Ohr nach rechts. Zieh deinen linken Schultergürtel tief. Versuch ganz locker zu lassen. Nimm die Anspannung raus. Einatmung zur Mitte zurück, wechsle in deiner Ausatmung die Seite, versuch locker zu lassen. Versuch in jeder Ausatmung noch ein Stückchen mehr locker zu lassen. Tänen bedeutet loslassen, die Anspannung loslassen. Gleite zurück, streck deine Arme hoch. Mach dich noch einmal ganz lange. Verschränke deine Hände, leg sie nach hinten. Beuge deinen Kopf und leg die Ellbogen zueinander. Gleite in den Kniestand. Steig langsam hoch. Streck deinen rechten Arm nach vor. Zieh deinen rechten Arm zur Seite und senke deine Schultergürtel. Langsam locker, wechsle links, zieh deine Schultergürtel tief. Lass langsam locker. Nimm deine Hände hin, versuch auszuatmen, zieh beide Arme hoch. Ganz locker. Lass langsam locker. Bleib noch einmal hüftbreit am Boden stehen. Und beginn ganz locker deine Arme nach hinten zu ziehen, sodass sich deine Schulterblätter noch einmal zueinander legen. Lass locker. Und noch einmal zurück. Zurück. Und einmal atmest du noch ein. Streckst deine Arme hoch. Mach dich noch einmal ganz lange. Atme aus. Und ich danke dir fürs Mitmachen. Wünsche dir eine schöne Zeit.
eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet euch fit mit unseren Online-Kursen. Ja, viel Spaß noch, eure Erika.